Wir haben insgesamt 64 verschiedene Packs für The Sims 4, von denen manche leider hoffnungslos schlecht und andere dafür erstaunlich gut sind. Welches Pack hier welcher Kategorie angehört, möchte ich in diesem Video klären. Im Prinzip habe ich ja schon fast zu jedem Pack meine Meinung kundgetan. Es gibt schon ein Video zu den Accessoire-Packs, Gameplay-Packs, Erweiterungspacks. Und ich dachte mir, heute in diesem Video wollen wir mal alle Pack-Typen gleichzeitig miteinander vergleichen. Und wir klären ein für alle Mal, welche Packs für mich so die besten und welche bei mir eher zu den schlechteren zählen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in der Reihenfolge durch. Ich glaube, mittlerweile ist das Basisspiel doch eigentlich recht solide. Von dem her, denke ich, passt ganz gut doch ganz gut. Oh Mann, das Wortspiel war nicht mal unbedingt geplant. Wir müssen uns ja mal überlegen, Outdoor-Leben an sich als Gameplay-Pack ist schon, würde ich sagen, doch ein recht solides Pack. Dschungelabenteuer haben dann ja genau das gleiche Prinzip, bloß nochmal deutlich besser. Deswegen, fürs erste Gameplay-Pack war es richtig gut, einfach weil es sowas Neues war. Aber ich glaube, mittlerweile ist es dann eher so bei okay, gerade im Vergleich zu den anderen Packs. Wellness Tag hat ja ebenfalls einen Pack-Refresh hinter sich, das einzige, was es jemals für The Sims 4 gab. An sich, die Idee sagt mir leider nicht so ganz zu, beziehungsweise die Idee an sich schon, aber irgendwie habe ich meine Sims schon ultra lang nicht mehr irgendwie zum Spa geschickt. Ich weiß noch, am Anfang war es wirklich sehr entspannt, unseren Sims irgendwie dabei zuzugucken, wie sie so durchgeknetet werden. Die Soundeffekte waren auch ganz cool. Gaumenfreuden, eines meiner, sagen wir mal, Lieblingspacks im Bereich der Gameplay-Packs, das würde ich schon ziemlich weit oben positionieren. Wir können es ja nachher nochmal so leicht überarbeiten, falls irgendwas nicht so ganz passt. Deswegen würde ich es jetzt hier einfach mal bei ganz gut mit reinpacken. Vampire, übernatürliche Wesen bei den Sims natürlich auch sehr wichtig. Vom Gameplay-Aspekt, vom Umfang, vom Thema ist es dann doch ein bisschen größer als Gaumenfreuden. Eigentlich müssten wir das wirklich bei Mega positionieren. Jetzt dann zu Elternfreunden. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. An sich, ich weiß, dass Elternfreunden bei vielen sehr weit oben ist. Es ist ja auch eher so ein Gameplay, was sich so, sagen wir mal, eigentlich ganz gut ins Spiel rein integriert und nicht unbedingt ein einzelnes Thema ist, was man dann so spielt, wie beispielsweise irgendwie Strangerville, da muss man aktiv die Welt besuchen. Dschungelabenteuer. Ich wollte dieses Pack auf jeden Fall extrem mögen. Es hat leider schon so ein paar Schwachstellen. Die Welt ist extrem cool, aber auf der anderen Seite war das Tempelerkunden so dermaßen langweilig. Und ich muss zugeben, im Dschungel war es war auf jeden Fall ganz witzig durchzugehen, aber es gab jetzt keine so mega krassen Überraschungen. Sagen wir jetzt einfach mal okay. Strangerville, ein sehr spannendes Pack. Ich glaube, da haben die Entwickler mal richtig rumexperimentiert. So viel Schlechtes gab es jetzt eigentlich nicht, aber ich muss zugeben, die Story war schon lustig, aber war jetzt auch nicht so ganz anspruchsvoll, sage ich mal. Komm, wir sagen jetzt auch einfach mal okay. Dann als nächstes Reich der Magie, auch wieder eher ein größeres Pack. Das ist jetzt auch ziemlich schwierig. Ist es auf, ja, eigentlich ist es schon auf dem gleichen Level wie Vampire. Ich kann schon mal spoilern, dieses Pack werden wir auf ein Feld legen, wo noch kein einziges Pack ist. Ihr könnt es euch fast schon denken, ja, es ist leider ganz unten. Letzter Platz, Sätzen 6. Das Star Wars Pack hatte ja lustigerweise von allen Packs die meisten Objekte, aber halt leider meiner Meinung nach ein ziemlicher Totalausfall. Das Thema hat mich nicht angesprochen. Die Objekte waren natürlich nur in diesem Rahmen von Star Wars irgendwie relevant. Ich glaube, es gibt eigentlich gar nicht so viel zu sagen zu diesem Pack. Ist bei mir wirklich unten durch. Dann traumhaftes InDesign. Auch ein Pack, was meiner Meinung nach vom Grundgedanke erstmal extrem cool klingt. Nee, aber so richtig gut hat es auch nicht funktioniert. Also die Objekte im Baumodus waren ganz cool. Es gab da ja auch so ein paar neue. Es gab so Öfen, die man auf Theken drauf platzieren kann. Quasi so eine Art Einbauofen. Das war ganz cool. Also die Baumodus-Objekte irgendwie so zwischen naja und geht so. Vielleicht auch eher naja. Komm, wir sagen jetzt einfach mal naja, weil in dem Fall, die passen hier irgendwie ganz gut so zusammen. Dann geht's auch schon weiter. Meine Hochzeitsgeschichten, das wohl mit Abstand schlimmste Pack, was den Start betrifft, hat wirklich gar nichts funktioniert am Anfang. Ja, also so ein paar Interaktionen, das langsame Tanzen war auf jeden Fall eine coole Ergänzung. Also ich muss halt sagen, für so ein Pack, was sich dann wirklich der Hochzeit verschrien hat, hätte ich mir dann einfach so ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht, weil alle von diesen neuen Events, die es gab ja irgendwie sogar 5 zur Auswahl, da dachte ich am Anfang, wow, das klingt nach einem ordentlichen Umfang.
Aber irgendwie haben sich die dann auch alle gleich gespielt. Es gab teilweise totale Überschneidungen und der Start war wirklich schrecklich. Dann Werwölfe. Ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, die Packs, wo irgendwelche Kreaturen der Hauptfokus waren, irgendwelche übernatürlichen, sind bei mir eigentlich immer ganz gut angekommen. Ganz ehrlich, eigentlich muss dieses Pack auch unter Mega stehen. Ich glaube, dieses Pack hatte auch an sich irgendwie, sagen wir mal, so ein bisschen, in Anführungsstrichen, versteckteres Gameplay. Ich mag das, wenn Packs einfach so ein paar Überraschungen bereithalten und man nicht innerhalb von der ersten Spielstunde schon gefühlt das komplette Pack durchgespielt hat. Luxus-Party-Accessoires, meiner Meinung nach, Idee sehr gut, aber der Baumodus und der Erstelle einen Sim-Modus war für mich wirklich leider ein halber Totalausfall. Sagen wir mal, gut gemeint, das geht so. Ganz ehrlich, Sonnenterrassen habe ich eigentlich auch ganz gut in Erinnerung. Die Objekte mochte ich, der Whirlpool war ganz cool, mittlerweile ja auch für alle im Basisspiel. Coole Küchen, die Küche hat mir auch sehr gut gefallen. Die Objekte im Erstelle ein Sim waren, sagen wir mal, ein bisschen generisch. Würde ich jetzt eigentlich auch fast ganz gut sagen. Ganz ehrlich, Grusel-Accessoires an sich auch ein starkes Pack. Es sind Kostüme, es passt zum Thema Grusel. Aber es wäre irgendwie für mich eher so ein Grusel-Party-Accessoire-Pack, weil die Objekte wirklich eher zu so einem Karneval-Set bzw. Accessoire-Pack dann passen. Heimkino? Der Baumodus war sehr gut. Der Erstelle einen Sim-Modus war eigentlich auch sehr gut. Und das Gameplay? Romantische Garten. Auch meiner Meinung nach eher ein spezielleres Thema. Einfach weil wir ja nicht so oft bei den Sims, glaube ich, so einen viktorianischen Garten einrichten. Wenn man es so sieht, obwohl ich die Objekteauswahl an sich jetzt nicht so schlimm fand, auch für mich eher okay. Einfach aus dem Grund, weil es auch eher so ein spezielleres Thema ist. Kinderzimmer. Glaube ich, eines der, sagen wir mal, Basic Packs, gerade bei den Accessoire Packs. Ich muss zugeben, ich habe die Sachen auch nie so oft verwendet. Gerade auch, weil ich im Erstelle einen Sim-Modus wirklich nicht so viel unterwegs war. Eigentlich ist es ja auch egal, dann kommt es auch zu diesem ganz Gut-Reiter hier rein. Gartenspaß. Für mich persönlich auch eines der Packs, die ich irgendwie sehr gerne mochte. Allein dieser Trailer, ich habe ihn noch im Kopf. Es war ja auch im Sommer, als das Pack angekündigt wurde. Für mich einfach ein bisschen spielt da die Nostalgie mit rein. Diese Liste, ich merke schon, ist wirklich, sagen wir, auch mal ein bisschen von meinen Emotionen getrieben hier. Eigentlich von der Auswahl der Sachen kann man nicht meckern. Und auch die sommerlichen Objekte im Erstelle einen Zimmer, das waren sehr cool. Vintage Glamour. Thema auch wieder, sagen wir mal, ein bisschen spezieller. So ein bisschen Objekte aus vergangener Zeit. Auf jeden Fall sehr classy. Ich muss halt ehrlich sagen, die Objekte habe ich auch kaum benutzt. Kaum bis gar nicht. Deswegen sagen wir mal, an sich kein schlechtes Pack. Aber für mich dann doch eher auf okay, einfach weil ich es so selten benutzt habe. Bowlingabend. Sogar mit eigener kleiner Fähigkeit. Das Thema an sich war ganz gut. Aber ich meine, dass dieses Pack sehr wenige Objekte irgendwie hatte. Fitness-Accessoires, da mochte ich die Objekte sehr gerne. Gerade dieses Moderne hat es mir sehr angetan. Ich muss halt zugeben, diese Wand, diese Kletterwand war schon witzig an sich. Aber wenn wir ehrlich sind, ich glaube, da hätte es andere Objekte gegeben, die zwar von den Animationen vielleicht nicht so spannend gewesen wären, aber seine Sims so mit Hanteln herumwerkeln zu lassen, wäre in dem Fall irgendwie sinnvoller gewesen, meiner Meinung nach. Das Kleinkind-Pack. Damit werde ich vielleicht auch einige von euch ein bisschen überraschen. Diese Sache mit dem Bällebad war auf jeden Fall sehr witzig. Für alle, die sich noch erinnern, viele haben sich darüber lustig gemacht, dass die Bälle im Bällebad des Kleinkind-Accessoire-Packs sehr flach waren. Kleiner Skandal. Ich muss halt sagen, die Baumodus-Objekte haben es mir persönlich wirklich nicht angetan. Ich hasse Plastikmöbel im Garten. Waschtag-Accessoires. Auf jeden Fall meiner Meinung nach auf Platz 2, was das Gameplay anbetrifft. Objekte technisch, da konnten wir natürlich auch mitbestimmen, konnten wählen, was wir da für Objekte haben wollen, in welchem Stil. War ja auch wieder so ein Community-Pack. Ich muss halt sagen, so einen richtig negativen Aspekt gab es gar nicht. Also man muss sagen, das Wäschesystem war sehr ausgeklügelt, sehr stark. Aber ich muss halt ehrlicherweise sagen, mit dem Gameplay spiele ich gar nicht. Wäsche waschen ist mir sowas von Wumpe, ganz ehrlich. Mir persönlich nicht bringt, aber ganz ehrlich, alles hat hier irgendwie gestimmt. Ich würde es jetzt auch mal auf Mega hier positionieren. Oh, auch wieder ein sehr kontroverses Pack, mein erstes Haustier. Bei mir auch komplett durchgefallen. Erstmal, der Fakt, ein DLC fürs DLC geht meiner Meinung nach gar nicht. Nee, aber auch sonst, die Plastikmöbel haben mir nicht gefallen. Der Erstelle einen Sim-Modus war grauenvoll. Da haben die Entwickler einfach nur Objekte, die es bereits gab, irgendwie so recycelt. Das Einzige, was wirklich neu waren, waren dann die Frisuren. Dann das Moschino-Accessoire-Pack.
Naja, weiß ich jetzt auch nicht. Also diese Moschino-Mode würde ich mir persönlich jetzt hier nie irgendwie bei mir in meinen Kleiderschrank reinholen. Dann der Baumodus hat mir sehr gut gefallen. Die Objekte waren ziemlich modern. Diese Freelancer-Karriere, die es mit diesem Pack gab, eigentlich auch ganz cool. Ich glaube, naja, so Tendenz zu okay, also schon hier eher in der Mitte. Tiny Houses, eine sehr gute Idee, die meiner Meinung nach auch ziemlich gut umgesetzt wurde. Das Gameplay war auch echt witzig. Ich habe viele gesehen, die wirklich dann versucht haben, sich so ein bisschen selber zu challengen und dann so kleine Tiny Houses oder Mikro Houses, wie sie, glaube ich, im Spiel hießen, dann zu bauen. Sagen wir mal, vom Gameplay ja deutlich stärker als die anderen und von den Objekten. Eigentlich müsste ich das Pack auch auf Mega setzen. Da gab es auch nichts, was mir irgendwie krass widerstrebt hat. Ich weiß gar nicht, wie jetzt so das von der Objektegröße hier war. Ich glaube, bei Mega ist es doch irgendwie auch ganz gut aufgehoben. Schick mit Strick. Auch wieder ein Pack, was von der Community mitbestimmt werden konnte. Also ich muss sagen, diese Strickklamotten ist jetzt auch nicht so ganz meins. Mein Sims habe ich die jetzt auch nicht so angezogen. Das Gameplay war schon ausgereift und auch mit diesem Plopsy-Store gab es schon ein bisschen was, was man in diesem Accessoire-Pack machen konnte. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, es ist bei mir auch okay. Jetzt kommen wir zum Accessoire-Pack, das meiner Meinung nach auf jeden Fall hier in der ganz oberen Liga mitspielt. Es ist halt so ein bisschen die Frage, ich würde es sogar fast auf Phänomenal setzen. Tatsächlich, ja. Einfach weil dieses Pack so einen gigantischen Umfang hatte und alle ziemlich beeindruckt waren, als dieses Pack, sagen wir mal, vorgestellt wurde. Bonehilda ist zurückgekommen, es gab eine eigene Karriere, es gab diesen Ghidri, es gab ja dieses Häuserentrümpeln, was irgendwie ganz lustig war. Wir hatten sogar eine eigene Fähigkeit, also es war hier wirklich viel drin. Baumodus war cool, so eine Mischung, so ein bisschen meiner Meinung nach irgendwie aus Reich der Magie und Vampire so ein bisschen, fand ich sehr cool. Erstelle einen Sim-Modus auch stark, von dem her Phänomenal trifft es ganz gut, einfach weil es mich vom Umfang so extrem überrascht hat. Dann kommen wir zu den Erweiterungspacks. An die Arbeit, für mich immer noch ein Pack, an das ich wirklich sehr positive Erinnerungen habe. Es ist auf jeden Fall nicht hier ganz oben, dafür ist es ein bisschen zu, ja, sagen wir mal in Anführungsstrichen speziell, einfach weil man mit den Karrieren spielt, die waren ganz cool, aber irgendwann ist dann auch so ein bisschen die Luft raus, also man kann jetzt nicht jeden Tag seinen Sims da zur Arbeit folgen. Ich denke, bei ganz gut ist es doch wirklich ganz gut aufgehoben, passt auch perfekt, gerade wie bei paranormale Phänomene hier oben. Zeit für Freunde, wirklich das Pack bei mir mit der größten Vorfreude. Der Umfang war schon ein bisschen mau für eine Erweiterung. Irgendwie, es gab diese Clubs, die irgendwie zum Organisieren schon ganz cool waren. Die neue Welt, Windenburg, war natürlich riesig. Irgendwie werde ich, glaube ich, im Nachhinein mit diesem Pack trotzdem nicht so warm. Also naja, ist hier, denke ich, irgendwie ganz fair. Großstadtleben, die dritte Erweiterung für die Sims 4. Meiner Meinung nach auch irgendwie ganz rund. Vielleicht noch so ein Hauch mehr Gameplay wäre vielleicht ganz cool gewesen. Ich glaube wirklich, ein Festival-Editor hätte dem Ganzen wirklich die Krone aufgesetzt, seine eigenen Festivals erstellen. Das hätte auf jeden Fall für mich Sinn gemacht. Hunde und Katzen. Ich glaube, das ist wirklich eines unserer Fan-Favorites und irgendwie habe ich auch immer, vor allem ganz früh, als das Pack frisch rausgekommen ist, gefühlt allen meinen Sims, die ich erstellt habe, einfach noch mal einen Hund und eine kleine Katze zugewiesen. Das war auf jeden Fall immer sehr witzig. Wäre eigentlich bei Mega positioniert gewesen, wenn es vom Umfang so gewesen wäre, wie es in Die Sims 3 der Fall war. Sagen wir mal, auch ein bisschen größerer Wermutstropfen ist dann so ein bisschen der Fakt, dass wir ja wirklich in diesem Pack ziemliche Abstriche machen mussten. Wir hatten keine Pferde mehr, wir hatten keine Kleintiere mehr, die es vorher gab, keine Schlangen, keine Vögel. Die Hamster gab es dann auch hier abgetrennt mit mein erstes Haustier. Deswegen, ich denke, bei ganz gut aufgehoben. Jetzt kommt auch wieder ein Pack, was viele von euch wahrscheinlich auf Phänomenal stellen würden. Aber wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ich bin kein Jahreszeitfreund. Baumodus cool, erstelle einen Sim-Modus cool, aber ich muss sagen, mittlerweile ist es mir fast so ein bisschen egal, was für eine Jahreszeit bei meinen Sims ist. Es ist halt so ein optisches Detail, was auf jeden Fall sehr atmosphärisch ist, was sehr gut umgesetzt wurde. Man kann den Bäumen richtig dabei zugucken, wie da so die Blätter runterfallen. Aber für mich persönlich einfach kein Pack, was ich so doll brauche, was mir jetzt den krassen Mehrwert bietet. Also, wenn es bei mir nicht installiert wäre, würde ich es nicht wirklich vermissen. Ich bin ganz ehrlich da. Werde berühmt. Ein Pack, was meiner Meinung nach wirklich ziemlich rund ist. Da gab es einigermaßen viel Gameplay, auch gerade so Gameplay,
was man zuerst gar nicht in Anführungsstrichen erwartet hätte. So dieses YouTuber sein und Musik machen. Ja, komm, wir packen es jetzt auch mal zu ganz gut. Also ich glaube für mega, wenn ich jetzt hier schon so sagen wir mal überzeugende Packs hatte, die wirklich richtig rund sind. Inselleben. Ein Pack, worauf ich mich fast in The Sims 4 am meisten gefreut habe tatsächlich. Diese kleinen Festivals, die leider im Spiel überhaupt nicht angezeigt werden, von denen man gar keine Ahnung hat, dass sie existieren. Waren auch ganz cool. Aber ich glaube, da ist der Gameplay-Aspekt für mich so ein kleines bisschen zu kurz gekommen. Die Meerjungfrauen hat nicht so viel Gameplay. Dann war es total schade, dass wir nicht mehr richtig tauchen konnten, so wie es in The Sims 3 der Fall war. Also ich glaube, bei Okay ist es auf jeden Fall ganz gut aufgehoben. Da haben die anderen Packs einfach irgendwie einen größeren Umfang gehabt, obwohl ich das Thema ja sehr gerne mochte. An die Uni, auch ein Pack, wo die Entwickler, ja, sagen wir mal, ein bisschen Mühe investiert haben. Es war ein bisschen schade, dass man seinen Sims nicht mit in den Uni-Campus reinfolgen konnte. Ich habe das Pack als relativ anspruchsvoll sogar in Erinnerung. Es gab irgendwie sehr eng getaktete Prüfungen teilweise. Ich glaube, bei ganz gut ist es doch irgendwie auch wieder ganz gut aufgehoben. Nachhaltig leben, auch ein bisschen schwierig für mich. Mochte ich an sich auch ganz gerne, auch ein sehr nischiges Thema. Hier wäre jetzt auch wieder so ein Zwischenschritt eigentlich ganz gut, weil ich würde es eigentlich fast zwischen okay und ganz gut irgendwie beziffern. Ich muss halt sagen, die Idee wurde in diesem Sims 4-Rahmen eigentlich ja schon ganz gut ausgearbeitet, aber so im Nachhinein, wenn das Pack auch nicht mehr da wäre, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das so krass vermissen würde, weil ich es auch so wenig jetzt benutze. Eigentlich, ich glaube, so vom Level ist Inselleben und nachhaltig leben für mich ziemlich nah beieinander. Ich würde es jetzt hier einfach mal bei okay mal kategorisieren. Dann ab in Schneeparadies. Idee extrem geil. Seinen Sims beim Schlittenfahren zuzugucken, extrem lustig. Irgendwie da hat mir noch ein bisschen was gefehlt. Leider vom Gameplay auch ein kleines bisschen schwach. Eigentlich, ja, ich glaube, das müssen wir auch leider zu okay tun. Jetzt geht es weiter mit Landhausleben. Eines der besseren Packs auf jeden Fall für die Sims 4. Die Tiere wurden ziemlich gut umgesetzt. Es gab irgendwie diese kleinen lustigen Aufgaben, die man so dann im Ort von den Sims machen konnte. Können wir hier von Mega sprechen? Ich pack's jetzt hier mal zu Mega rein. Ich finde, hier so in der Reihe macht sich das irgendwie ganz gut. Dann Highschool-Jahre. Auch ein Pack, was in der Community am Anfang sehr gut und dann später so ein bisschen kontrovers aufgenommen wurde. Die Uni, die Highschool bei den Sims ist ja leider sehr leer und sehr karg, traurig eingerichtet. So das Gameplay, was die Teenager abbekommen haben, war irgendwie ganz witzig. Ich muss halt sagen, wenn ich mir jetzt überlege, würde ich jetzt eher Hunde und Katzen oder Highschool-Jahre nehmen, dann würde meine Wahl auf jeden Fall hier eher in diese Reihe hier fallen und nicht dann auf Highschool-Jahre. Und Zusammenwachsen, eines der neueren Packs für die Sims 4, kam in der Community, so wie ich das wahrgenommen habe, eigentlich auch ziemlich gut an. Es gab schon da eigentlich ganz lustiges neues Gameplay, so eher für kleinere Sims, natürlich auch ein bisschen für größere Sims. Würde ich jetzt auch fast hier so zwischen, eigentlich hier so dazwischen packen. Brasilianischer Karneval brauche ich ehrlicherweise nicht in meinem Spiel. Auch deutschen Karneval brauche ich nicht in meinem Spiel. Also von den Objekten sehr bunt. Ein, zwei Sachen waren echt schick. Wie Jahreszeiten, wenn es nicht in meinem Spiel wäre, bräuchte ich es nicht. Wir gehen weiter. Das Hausputz-Set, auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, okay. Also für ein Set fand ich schon eines der Must-Have-Sets. Ich muss halt ehrlich sagen, ganz ehrlich, ich will mit meinen Sims jetzt nicht so in meinem Alltag so krass Staub putzen. Mir fällt gerade auf, ich glaube, am Anfang war ich da auch viel euphorischer. Also es haben sich sehr viele gewünscht, habe ich mitbekommen. Ich persönlich brauche es in meinem Spiel jetzt einfach nicht so. Das Landhausküche-Set war da hingegen eigentlich ganz gut. Also die Objekte an sich, man konnte eine ganz süße Landhausküche damit einrichten. Wenn man Landhausleben hatte, war es ziemlich unnötig, sich dieses Pack zu kaufen. Das Retrofit und Schick-Set, die Objekte fand ich auch eher grauenvoll. Also diese sehr bunten, fast Neonfarben sind einfach nicht so ganz meins. Das Innenhof-Oasis-Set. Ganz ehrlich, die Objekte an sich sehr cool, habe ich in meinem Spiel halt auch nicht so viel benutzt. Und ich bin der Meinung, immer noch, dass es irgendwie keinen Sinn macht, ein Thema, was so umfangreich ist, in ein Set zu packen. Einfach aus dem Grund, weil man mit diesem Set kein ganzes Haus einrichten kann. Dann habe ich so ein halb eingerichtetes Haus in diesem Stil, aber die anderen Räume muss ich dann, das Schlafzimmer muss ich dann irgendwie in einem anderen Stil einrichten, weiß ich jetzt nicht. Das Industrieloft-Set. Meiner Meinung nach ein Set, was irgendwie
Objekte aus dem Basisspiel vom Stil so ein bisschen aufgegriffen hat. Die haben da sehr gut zusammengepasst. Viele fanden genau das nämlich doof. Ich würde jetzt auch sagen, also wenn wir andere Packs haben, haben wir diese Art von Objekten schon irgendwie so ein bisschen im Spiel. Auf der anderen Seite an sich fand ich sie auch ganz schick, würde ich jetzt persönlich auch hier so dazwischen packen. Und es geht weiter, das Fashion Street Set konnten wir ja letztens gratis runterladen. Auch ein Pack, was meiner Meinung nach an sich solide Klamotten hat, die ich aber auch in meinem Spiel so wenig benutzt. Deswegen hier die neutrale Mitte bei okay, glaube ich, ganz gut angesiedelt. Ancient Style, die Objekte waren sehr modern, ja so an so einen koreanischen Flughafen angelehnt, auch sagen wir mal ein sehr verrücktes Thema. Ganz ehrlich, würde ich fast so ganz gut setzen, einfach weil mir die Objekte schon ziemlich gut gefallen haben und da einige Sachen dabei waren, die ich auch so in meinem Spiel irgendwie verwenden würde. Dann das Pflanzenset, meiner Meinung nach die beste Methode, wie die Entwickler die Sets einsetzen. Nischiges Thema, was in einem größeren Kontext nicht so viel Sinn machen würde, mit einem Set abhandeln, wie jetzt zum Beispiel einfach neue Zimmerpflanzen. Komm, wir sagen jetzt mega. Einfach weil ich irgendwie da diesen Set-Charakter sehr gut finde. Oh mein Gott, das moderne Männermode-Set fand ich so grauenvoll. Da habe ich auch mit Micha von simtimes.de in unserer Podcast-Folge haben wir uns da auch sehr drüber aufgeregt. Glaube ich, nur ein einziges Objekt dabei war, was ich wirklich meinen Sims anziehen würde. Nee, wirklich nicht. War nicht mein Geschmack. Maximalistischer Wohnstil. Da bin ich halt auch einigermaßen neutral eingestellt. Ich weiß auch nicht. Ich würde es jetzt hier auch einfach auf okay packen. Kleine Camper war schon sehr witzig. Da waren sehr viele süße Objekte dabei. So ein bisschen selbstgebastelte. Teilweise so in diesem Kinderstil. War auf jeden Fall sehr cool. Mode zum Verlieben. Weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Also würde ich jetzt hier auch eigentlich auch fast so dazwischen packen. Hast du drei Packs, drei mit ein bisschen moderneren Sachen so, dann hast du halt auch so diese Klamotten auch schon so im Spiel. Würde ich jetzt auch einfach mal bei okay dazu packen. Das erste Outfit-Set fand ich auf jeden Fall sehr cool. Die waren sehr modern. Das Wüsten-Oase-Set hat mir genauso gut gefallen. War ja auch eine Zeit lang kostenlos. Ja, diese sandsteinfarbene fand ich auf jeden Fall da ganz cool. Weiter geht's mit dem Krimskrams-Set. Auch eines der neueren Packs für die Sims 4. Ich glaube, da gab es auch ein paar Doppelungen. Also die Entwickler haben da auch so ein bisschen Recycling betrieben teilweise. Und es waren, meine ich, auch so ein paar kleine Objekte dabei, die es auch in der Art im Debug gab. Ich würde es jetzt hier eigentlich fast mal auf okay setzen. Das Pastel-Pop-Set, auf der einen Seite fand ich Objekte irgendwie cool. Auf der anderen Seite würde ich die alle irgendwie so gar nicht selber verwenden. Ich glaube, naja, trifft es ganz gut. War jetzt nicht so ganz mein Favorit. Ganz ehrlich, ich glaube, beim Unterwäscheset kann man jetzt auch nicht so viel falsch machen. Es war eigentlich auch okay. Ich fand, da gab es jetzt wirklich nichts krass Erwähnenswertes in der positiven als auch in der negativen Richtung. Deswegen okay. Weiter das Badezimmer-Utensilien-Set. Da haben die Entwickler ebenfalls wieder quasi ein Set nur mit neuer Deko rausgehauen. Also ich weiß, dass ich dieses Pack jetzt auch nicht so als das Nonplusultra-Pack in Erinnerung hatte. Aber ein paar coole Objekte waren definitiv dabei. Dachbodenschätze-Set fand ich ja persönlich an sich von den Objekten ganz gut. Es waren sehr coole Details mit drin. Dieser alte Fernseher, der so ein Schwarz-Weiß-Bild gesendet hat. Das war schon echt witzig. Von dem her, die Entwickler haben sich Mühe gegeben. Und das Gewächshaus-Set, es tut mir leid, aber ich glaube, das muss jetzt hier auf geht so landen. Weil ich die Objekte an sich ganz cool fand und auch das Thema irgendwie sinnig fand, gerade für so ein Set. Aber auf der anderen Seite, irgendwie alle Objekte hatten wir so in der Art schon mal im Spiel. Deswegen, ich denke, geht so, trifft hier wirklich irgendwie am besten zu. Und damit wären wir auch schon am Ende hier angekommen. Was können wir hier so ein bisschen ableiten? Also es gibt auf jeden Fall einige Packs hier, die ich nicht so gut fand. Aber der Großteil hat sich hier im Bereich okay und ganz gut abgespielt. Fand ich jetzt auf jeden Fall mal ganz spannend, so alle Packs miteinander zu vergleichen. Jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob ich auch so ungefähr eure Meinung hier zu den Packs abgedeckt habe oder ob ihr da ganz anders tickt als ich. Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Schreibt mir dazu gerne mal euer Feedback in die Kommentare, da freue ich mich auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.